Ja, guten Abend, liebe Shisha-Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz zu Anfang grüße ich mal einen ganz, ganz, ganz guten Kumpel von mir. Chris, der von hinter der Mauer. Du alter Schlawiner. Ja, den wollte ich mal grüßen. Ja, wie ihr vielleicht schon in der Videobeschreibung gelesen habt, ist heute der Platz 1 der Facebook-Abstimmung Teil 2 dran. Heute rauche ich mal wieder in meiner AK-47-Pfeife den PX1 Granny Smith, der mit 7 Likes auf Facebook den ersten Platz geholt hat. Als ich das erste Mal den Namen gelesen habe, wusste ich nicht, dass man so Äpfel nennt. Oder irgendwie so einen Apfel sagt. Oder dass das eine Art Apfelart ist. Ich, dumm eigentlich, ne? Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich war jetzt schon hier bei Granny, Großmutter. Ja, Freunde. Wir kommen erstmal zu dem Geruchlichen natürlich, ne? Geruchlich kein Anis. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Für die, die gleich Panik schieben. Also, 100 Gramm bekommt ihr für 9,94 Euro, 49. Ist nicht ready to smoke, also anfeuchten, aber das wisst ihr ja schon alle, ne? Einfach die letzten Videos durchgucken, dann wisst ihr das wieder. Sorry, bin ein bisschen krank, hab Zahnschmerzen, hab ein bisschen Halsschmerzen, aber das passt schon. Wenn jetzt die nächsten Tage anstatt um 18 Uhr die Videos kommen, ein bisschen später, dann tut es mir schon mal leid. Ich versuche die Videos jeden Tag um 18 Uhr rauszuhauen, aber heute ging das schon mal nicht. Wir haben es ja jetzt schon 17:58 Uhr. Also um 18 Uhr kann ich das Video nicht raushauen. Bisschen nach 18 Uhr, weil ich hatte heute einen richtig stressigen Tag, aber das ist eine andere Geschichte. Wir machen weiter mit dem Geruchlichen. Ja, Freunde, geruchlich ist das Ganze bisher der geilste grüne Apfel, den ich gerochen habe. Also tabaktechnisch, ne? Also meine Number One war der Tobacco Ice Apple. Der hier riecht wie diese, wie soll man sagen, grünen Apfelschnüre. Kennt ihr bestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber bestimmt kennt ihr die. Es geht in die Richtung Bonbon. Es ist so süßlich. Geschmacklich ist das Ganze komplett anders für mich. Ich zieh noch mal. Ja, geschmacklich ist es leicht süß, bitter, säuerlich. Im Nachgeschmack schmeckt es wie grüner Apfel. Absolut keine Chemie oder ähnliches. Das geht schon so in die Richtung knackiger Apfel. Aber, ne? So, ich bin eigentlich kein Apfelraucher.
Das hat man gesehen, also ich habe das jedenfalls gemerkt durch die erste Zeit, wo das Opera aufgemacht hat, habe ich nur Apfelminz geraucht. Aber dann so ein halbes Jahr später hing mir das richtig aus dem Hals. Dann habe ich nur noch Traube geraucht. Aber das Ganze, was ich jetzt hier rauche, schmeckt nach grüner Apfel, also nicht roter Apfel, ne? Das ist ein kleiner Unterschied. Beim Ausatmen habt ihr das, was im Geruch stark kommt, dieses leicht säuerliche. Aber eine Kaufempfehlung bekommt ihr natürlich von mir. Die, die auf grünen Apfel stehen, für denen ist sowas das Richtige. Also, für mich ist es jetzt persönlich nichts. Ich habe Gott sei Dank nur einen Shot, also einen Kopf, ne? Ja, das Setup für den Kopfbau knalle ich in der Videobeschreibung, beziehungsweise ist ja das letzte Video, einfach nur meinen Kanal gucken, Kopfbau, das ist das gleiche Setup. Ich rauche heute wieder mit Alufolie. Und daher, demnächst kommt wieder Kaminkopf, da brauche ich euch keine Sorgen machen. Ja, dann kommen wir mal zu der Rauchentwicklung. Wie ihr seht, ist die Rauchentwicklung ordentlich bombastisch. Bombastisch ist mein Lieblingswort zur Zeit, ey. Das ist richtig geil. Also, der Tabak kratzt nicht, er drückt nicht beim Rauchen, nicht zu süß. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht der Apfelraucher. Aber leckeres Teil, Freunde. Ja, Freunde, das war's dann auch wieder von mir in dieser Folge. Im nächsten Video kommt dann der Platz 2 der Facebook-Abstimmung Alwaha One Day. Freut euch drauf, lasst mir ein Feedback da und einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Ja, Freitag, das werde ich dann im morgigen Video sagen, kommt eine kleine Überraschung. Ich wünsche euch was. Sehr, sehr, sehr viel Rauch, sehr, sehr viel Geschmack. Ich bin raus, haut zu rein. Tschüss, euer Skippy Shisha.